Ja, hey, willkommen, mein Name ist der LiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir uns bis zur Haderhöhe hochgekämpft und zwar bis an der Spitze. Und da wartet natürlich nicht der Wächter, sondern Poisson, die für einen Tag den Wächter kurz mal so vertritt. Und ja, warum nicht? So, und ich habe mir mal überlegt, ich möchte doch mal auf Chaos versuchen. Ich hoffe wirklich, wir können den Kampf nochmal wiederholen, falls wir frecken, weil sonst wäre das richtig blöde. Und ich würde sagen, wir stellen uns dann Poisson und mal gucken, wie sehr wir fertig gemacht werden. Los geht's! Und sie ist Level 112, wow, das passt sogar. Denn so, sie hat eine verdammt niedrige P-Verteidigung, das heißt, wir müssen den A-Angriff auf sie losgehen. Das selten auf der Haderhöhe auftauchende Mädchen ist geschickt mit dem Hammer. Okay. Warum ist die Kamera so blöd? So. Das ist auch falsch. Ist hier so. Ja, fängt das schon mal gut an. Wir kämpfen mit einem amerikanischen Hammer, nehme ich mal an. Weil ich glaube bloß nicht, dass ich hier nicht oft meine Tempos einsetze. Die hat 600.000 HP, das ist ganz schön viel. Jetzt haben wir auch noch das Buch der Stärke an. Aber am Ende wird er wahrscheinlich sowieso wieder als deaktiviert. Und wir kriegen voll übelst derbe Schaden rein. Aber gucken. Und jetzt ist sie auch mein Ding. Nix da. Ich kann mal schön die Zeit anhalten mit Sherry. Weil ich auch keine Elfzüge an den Gegnern hier Bock habe. Und übrigens auch sehr hübsche Musik. Ja, schön. Jetzt machen wir ihn noch fertig, sehr schön. So, ich setz mal dazu ein. So, mehr Count kriegen wir auf jeden Fall schon mal. Da komm schon, komm, komm, sehr schön. Bam! Okay, bis jetzt sieht er noch gut aus. Ich glaube, das Gefühl, am Ende kriegen wir voll eins aufs Maul, so wie jetzt gerade. Das ging verdammt schnell. Nein, Gott. Und ja, das war der aufkleinende Angriff. Also das Gefühl, unser Dings ist jetzt schon wieder weg. Ja, da ist dieser Angriff, wenn sie uns wegkommt, glaube ich. Mann, das sieht so schmerzhaft aus. Vielleicht doch mal mit der Art versuchen. Ich glaube, so viel zieht er dann nicht ab. Nein. Aua. Mixer. Hey, so viel haben wir hier noch nicht abgezogen. Das kotzt mich ein bisschen an. Ja, so viel nicht schon wieder. Ich bin sehr gut, dass sie nicht die ganze Zeit auf Sherry losgeht, so wie jeder andere. Ja, komm mal her. Aua, Mann! Was zum Teufel? Ja, darin kannst du mich nicht treffen, ne? Vor allem jetzt wird sie ja noch nicht nervig, ich weiß noch. Irgendwann wird sie richtig nervig. Mixer! Regeln! So meine ich das nicht. Oh, warte. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Aua, oh, oh Gott. Ja, das war blöd. Von meiner Seite aus. Sorry about that. Strike! Not yet!
So, jetzt noch den hier rein. Expunging! Oh mein Gott, du bist viel zu nah an Cherry heran. Geh weg. Sehr schön, danke. Oh Mann. Wie sie aber rein und mit ihren Angriffen, das ist schon nicht mehr witzig. Können wir von hier überhaupt was klauen? Nö. Oh, alles gut. Oh, sehr schön. Das wird den Angriff einsetzen. Aua, Mann. Ist gut. Kann ich überhaupt? Nö. Oh nein, au. Ja, den hab ich schon gesehen. Au. Oh, sehr schön. Komm mal hier rein, bitte. Er hat sogar was abgezogen. Ich hoffe. Aber wir sollten mal mit denen angefangen. Hier geblieben. Hier geblieben, kleines Mädchen. Au. Nächster. Lambda, hilf mir. Aua. Nein, nein, nein. Und jetzt müssen wir. Scheiße. Wo kann ich? Fuck. Das war lenkt sie mal ab. Wo ist sie? Da hinten. Dass er nicht da Pascal überlebt hat die ganze Zeit. Ja, okay, der verdammte Dings hat nichts mehr gebracht, fand ich jetzt. Oh Gott. Da kann man nicht. Ah. Bloß weg, wenn die mit ihren Dings ankommt, ihrer Mystikart. Nein, da wollte ich auch rein. Ah. Warum kann ich sie nicht treffen damit? Oh Gott, ich will doch mal Dings wieder beleben, danke. Oh, sehr schön. So, oh, wieder alles in guter Pass. Oh, jetzt geht das los, ne? Ja, jetzt kommt mit sie mit ihrem Power immer. Oh mein Gott, echt. Ich kann mich nicht wiederbeleben, das ist der Scheiß. Oh nein. Oh nein. Nein, du sollst Dings einsetzen. Oh, jetzt heilt sie sich auch noch, ey. Oha. Was machst du da jetzt? Lebt doch mal Dings wieder. Sophie. Nein, Sophie, Mann. Ja, ey, das war Esper. Jetzt gerade ist wieder gekommen, Mann. Soll ich mir schon wieder einen Schwierigkeitsgrad unterstellen, ey? Warum ja gar keine. Wow, ey, ist doch mal gut. Warum kann ich kein Item? Ich hätte ein Allesteil da so eingesetzt, ganz ehrlich. Aua. Oh, das ist immer witzig. Oh, mein Tempo an. Nein, 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 nein. Wenn Cherry tot ist, dann kann ja niemand wieder irgendjemanden wieder beleben. Oh Mann. Soll ich mal jemanden? Danke. Ja, toll. Cherry. Cherry. Oh Mann.
Warum die Power Emmas jetzt? Warum? Boah, die sagen und gar nichts. Ey, jetzt kriegen wir ja gar nichts mehr abgezogen von hier. Nein, 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 nein. Da müssen wir alle drauf gehen, genau. Gott, Sherry, ja. Sehr schön, aua. Das ist mal gut, Mann. So, jetzt hau ich mal den noch rein. Ja, noch 200.000, das ist nicht viel. Aua. Ja. So, mach mal den hier. Dann wird es ja voll gebracht. Warum sind diese kleinen Hammer so nervig? Warum wurde ich da getroffen? Was soll das denn? Warum ist das eigentlich jetzt wieder? Oh, sehr schön. Mein Gott. Das ist hier eine Luft, Mann. Na, wenn wir jetzt noch am Ende verlieren, ey, ich krieg da kotzen. Nein, warum? Ich kann Auerarzt einsetzen. Kannst du gar nicht sagen. Oh, sehr schön. So ein Elf-Schub wäre jetzt ganz nett. Sehr schön. Das war nicht frei, aber egal. Den. Das sind nur 100.000. Und die können wir, glaube ich, nicht abzupfen, ne? Ja, das ist nicht gut. Okay, ist gut. Ich glaube, der hat Duarte einsetzen kannst, Mann. Wir sind sowas von tot. Ach man, warum? Wenn wir jetzt verrecken, ne? Ich weiß gar nicht, warum sie das jetzt sofort. Oh mein! Oh ne, jetzt sind wir sowas von tot. Sherry, warum greifst du sie an? Bist du eigentlich irre? Oh, und jetzt haben wir verloren. Oh man. Warum? Wie soll ich mich denn jetzt hier raus retten? Ah. Oh man. Wie hätte ich mich denn daraus retten sollen? Pech kommt wieder. Okay, ich kann immer wieder hier hin. Okay. Dann lasse ich mal kurz speichern und ja, und mein Ding ist wieder leer. So, da ist keine Erfahrungspunkte. Und Dreck. ...40.000 Gold, meinetwegen. So, jetzt auch bloß nicht, dass du so schnell davon kommst. Let's begin. Nein, ich will nicht Hubert dabei haben, Mann. Ich will Pascal. Und er hat 100.000 weniger und ist Level 97. Ja, super.
Wir kriegen immer noch fast mal. Ja, jetzt nicht mehr eigentlich, aber nein. Au! Ja, schön. Schon am Falken. Oh mein Gott. Aha. War jetzt ziemlich beinahe getroffen. Vor allem, wie soll man denn am Ende da richtig überleben? Ich verstehe nicht. Oh Mann. Aber die Kombination ist doch viel stärker. Ja, geht auf jeden Fall schon mal schneller. Ich kotze so an, dass ich keinen Gegner hier auf Chaos schaffe. Kein Bossgegner. Da bin ich doch schon ohne Ende am Trainieren hier. Ich tue ja auch für... Ah, da will ich ein bisschen trainieren. Au. Nein. Muss schon auf mich losgehen. Ich brauche Shelly zum Wiederbeleben. Auch wenn sie immer erst den falschen wiederbelebt. Und? Oh, beide, okay. Ich habe nur zusagen. Jetzt bitte nicht immer direkt in den Hammer reinlaufen. Oh Mann. Nein, nicht so nah an Sherry. Au, au. Irgendwie ist sie nach dem Angriff immer betäubt. Oh, warte. Ich würde gerne ihre Mystikart mal zeigen, aber ich möchte auch ehrlich gesagt den Kampf hier gewinnen. Man kann den Kampf ja jederzeit wiederholen, deswegen irgendwann könnte ich das theoretisch mal zeigen. Aber könnte auch mit. So, komm her. Mein Gott, nicht schon wieder. Wie wird dein Hammer eigentlich immer größer? Was ist das eigentlich? Wie macht das Ding das? Was ist das Witchcraft? Sie hat sich aber auch nicht davon abhalten, die ganzen Angefallen zu setzen, ne? Muss echt zugeben, früher habe ich gedacht, ich habe irgendwie diese Szene auch mal sehr viel früher schon gesehen, im Japanischen. Da habe ich ehrlich gesagt gedacht, Poisson war auch die Schwester von Pascal. Vorher habe ich gedacht, ja, Pascal Schwester, und ich habe auch gedacht, Poisson wäre Pascal Schwester, aber da wusste ich auch irgendwie noch nicht, dass alle Amerikaner weiß-rote Haare haben. Da fängt sie jetzt schon damit an. Aber naja, kann man ja später rausfinden, wie das war. Vielleicht sind ja alle Amerikaner irgendwie verwandt, weiß ich nicht. Aber... So, ich weiß nicht, ob mein Buch noch anhält oder ob wir echt weniger Schaden bekommen jetzt gegen den Schwierigkeitsgrad. Okay, ich hab mal eine Idee. Ich möchte mal hier. Präzision plus 8%. Vielleicht bin ich satt. Ich glaub schon. Weil das bringt mir irgendwie nichts, wenn ich sie nicht irgendwie kaputt kriege. Na, ich glaube, da bringt es aber nicht so. Aua. Alter, voll gebockt. Muss ich echt diesen Angriff jetzt andauernd spammen? Ich glaube, das bringt es nicht so. Ich bin verzweifelt schon wieder.
Au. Wesentlich, wenn sie ihre Hammer hier wieder alle spammt. Ich mal Pascal Dings hier einsetzen. Tempo. Oh vielleicht war ich hier aber doch nicht so eine schlechte Idee gewesen. Aber ich will Pascal in der Truppe haben, wenn ich gegen Pascal kämpfe. Weiß ich nicht wieso. Fühle mich irgendwie verpflichtet, sobald es Amaziana hat. Ja, super. Nein, nein, nein! Geh weg! Das war gut. Na, ah, jetzt kommt die mit dem Scheiß. Nein. Nein, da wollte ich gar nicht. Nein, kannst du nicht. Und wir haben verloren. Schon wieder. Oh Mann. Ja, super. Bis zum 11. Stück ist halt noch verdammt weit. Oh, leck mich. Oh, noch 40.000 Gold aus dem Fenster geworfen. Ich glaub's nicht. Ja, aber dann würde ich sagen, ja, Pech kommt wieder. Das werden wir noch ein bisschen vertagen. Vielleicht werde ich auch noch ein bisschen hier in der Harder-Höhe trainieren. Mal gucken. Und dann sehen wir uns irgendwann mal später wieder, wenn wir es nochmal gegen Potsdam versuchen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.